Hallöchen Leute, schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid bei Minecraft. Gut, ich warte hier noch, bis der Diamant hier seine Arbeit tut. Bin mal gespannt, noch ein Deutsch müsste er gleich fertig werden. Tada, unser erster Orb. So, der hat jetzt noch keinen Namen, wenn wir Shift Plastik machen. Ist das natürlich eine dumme Idee gewesen. Ja, egal. Ich hätte nur Rechtsklick machen sollen, nicht Shift Rechtsklick, glaube ich. Weil ich ja nicht so viel Leben habe. Aber ist auch nicht so schlimm. Ein Tod mehr ist ein Schritt in die Zukunft. Nee, keine Ahnung, egal. Bin gestorben, das gehört einfach dazu zum Leben. Sterben, fertig. So. Bauen wir uns hier mal eine Stiege rüber. Dass unsere Sachen kommen. So. Dann. Plopp. Gib alles hier rüber. Dann. Aber auf alle Fälle ist das gebunden. Das ist mal wichtig. Wir haben hier mal Stein. Brauche ich nicht mehr. Die Rüstung kann ich natürlich gleich anziehen. Das. Und das Jetpack. Hier. Angel Ring kann ich ja in Bubbles rein tun. Da gibt es einen Mod. Da kann man Angel Ring einfach hier rein tun. Kriegt einen neuen raus. Den kann man dann in Bubbles rein tun. Weil der Standard Angel Ring geht ja nicht. Deswegen gibt es dafür extra einen Mod. So, jetzt wollte ich gerade sagen, echt jetzt, dass alle Dings weg sind. Scoop brauche ich auch nicht, kann ich mal da oben hinklatschen. So, jetzt muss ich mal kurz, entschuldigen, ich muss mal kurz die Heizung abdrehen. Es ist so heiß heute. Jetzt hier, da, im Zimmer. Das haben wir. Dann. Das, ich bin gerade ein bisschen Dings, genau, den haben wir. Und wenn wir jetzt mal unten schauen, haben wir 200. Wenn ich jetzt restlich mache, haben wir 400 in unserem System. Das ist das private Netzwerk. Man hat ja hier das private Netzwerk und hier das öffentliche. Genau. Und alles, was man macht, kommt aufs Privat. Perfekt. So, die Sigils wissen wir auch schon. Wie macht man jetzt die Blank-Rune? Da brauchen wir Blank-Sigils. Okay, da brauchen wir jeweils 1000 LP. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Teufel Decker of Sacrifice, das ist mal interessant, 3000 mit Eisenschwert. Eisenschwert und 3000, verdammt, gehen wir auch zusammen. Sie nur ein bisschen selbst in den Finger stechen hier. Nein, nicht rein. So, so, so. Hammer. 2200, scheiße, viel zu wenig. Den Ort brauche ich dann später. Kohle habe ich noch über. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Schwert machen. Das Schwert haben wir den Vorteil. Da kann man einen Mobspawner hier hin tun und einen Mechanical User. Sollte ich glaube gehen, ich weiß nicht. Der muss dann sozusagen LB droppt. Dadurch. Wir werden es testen, ich weiß nicht. 2200. Das und dann das Schwert rein. Zack. Dann hat er zu arbeiten. Das erste ab Tier 2 verfügbar. Ja. Gut. 1000 LB für ein Ding. Wir haben jetzt hier 3000. Das heißt, wir können drei Steine rein tun. Hat er ein bisschen was zu. Echt jetzt? Es geht nur einer rein. Okay. Geht das wenigstens so? Kann ich den nicht so rausnehmen? So. Zack. Geht der nicht beschleunigen? Doch. Okay. Nur hier rumgespackt. Zack. Fertig. Perfekt. Dann sollte ich ja jetzt 400, genau. Habe ich wieder 1000. Dann können wir da noch einen machen. Brauche ja eigentlich nur auf Tier 2 kommen. Ja. Da einen bräuchte ich noch, rein theoretisch. Dann könnte ich ein paar Runde machen. Ich weiß gar nicht, wie viel kommen noch raus. Eins. Aus zwei kriege ich eins. Echt jetzt? Gott, Gott. Das heißt, ich kriege drei raus. Ich brauche ja mindestens
3, 6, 7, 8, oder? Ich glaube, so muss es rundherum sein. Das heißt, ich brauche 16 von denen. Weiß ich nicht. Schon ein bisschen heftig, oder? Aber okay, wenn die das wollen, dann müssen wir das leider so machen. Bleibt nichts anderes über. Die werden schon wissen, was gut ist für uns. So, zack, keine B mehr vorhanden. Perfekt. 6 Stück. Ja. Bringt es natürlich auch nicht weiter. Mal gucken, was haben wir dafür an Potion? Gibt es irgendwas, was wir da machen könnten, um uns zu heilen immer wieder? Man natürlich Tränke, ist klar. Die Living Armor ist auch klar. Nee, das bringt uns auch nichts. Arrow of Healing. Ja, interessant. Kann man so einen Pfeil nachschieben. Botania. Mit Botania können wir natürlich die Tränke bauen. Ist aber auch so eine Sache. Aber ich muss auf Zweier kommen. Halt wieder so eine Sache. Es ist. Ach. Es ist immer so langwierig. Da werde ich dann definitiv offline wirklich sehr viel machen, damit wir Standardsachen mal haben. Von Blood Magic. Also, wie gesagt, die ganzen LB-Kacke da machen, damit wir das dann haben. Die Resonanz. Nee. Was wir aber jetzt machen können, gemeinsam machen können, ist, wir bauen jetzt mal vorerst best mit Cobblestone, weil wir es können. Hier so ein ja, so eine Mob-Farm. Auch wenn ich jetzt überfordert bin, wie ich die bauen möchte. Weil das kommt ja dann später erst wieder alles weg. So. Also, hier so. Zack, zack. Dass wir hier per Hand noch schlagen können. Genau. Hier können wir per Hand schlagen. Und hier kommt dann hinten am Mechanical User hin. Und die Frage ist, machen wir das mit Cursed Earth? Oder wie machen wir das? Also, dass die Mobs hier sozusagen droppen. Wir könnten einfach einen Spawner nehmen. Bei Spawner habe ich das Problem, dass ich keinen Spawner mehr habe. Also, ihr versteht mein Problem. Spawner und das Spawner ist halt auch scheiße. Weiß gar nicht, wie groß der Radius ist von dem Spawner. Ich könnte den Blaze Spawner nehmen. Aber das ist wieder so eine Sache, weil die Blaze ja blöd spawnen. Also, wir haben ja hier. Dann mal zwei, zwei, dann hier noch zwei. Und dann kann man hier rein theoretisch schon dicht machen, oder? 5x5 ist die Spawnrate eines Spawners, oder? Weiß ich gar nicht, aber. Nehmt es einfach mal so hin. Und das wird schon passen. Und wenn nicht, ist auch egal. Ist halt so. Müssen wir dann abändern. So. Rein theoretisch brauchen wir 3x3. Ist egal, ob wir Enderman spawnen oder nicht. Das juckt ja uns nicht. Wir müssen dann nur irgendwo rauskommen hier. Rein theoretisch, schon mal hier so dunkel lassen, wird eh schon mal spawnen. Drin. Ich killen könnte. So, hier noch zu machen, damit es besser aussieht. Naja, schön aussehen tut es ja überhaupt nicht, aber. Okay, das lassen wir mal jetzt beiseite. Es hat keiner gesagt, dass es schön sein muss. Das war natürlich Fail. Perfekt. Hier und hier. Perfekt. Und rein theoretisch. Hier cursed der Freien. Ja, es gibt nichts mehr, dass man die Mobs so irgendwie herleiten kann. Das ist echt traurig irgendwie. Prima gab es ja diese Ventilatoren hier. Aber es gibt ja auch nicht mehr. Attractor Obelisk gibt es noch. Damit könnte man es machen. Das werde ich auch machen. Genau. Nach Hause. Aber den haben wir noch. Das heißt, wir gehen mal hier hin, sagen. Attractor Obelisk, den haben wir unten. Was Bona hier? Brauchen wir natürlich dann Soulbive, aber das ist egal. Der zieht ja die Mobs an. Dann brauchen wir noch Dirt, damit wir Mobs spawnen lassen können. Und wir brauchen Drop of Evil. Eh klar. Das können wir dabei wegmachen. Das Mineral Bräu auch nicht. Das auch nicht.
Den bist auch nicht drin und auch nicht momentan. Ich brauche noch ein paar Soul Vibes. Leere. Zwei, was haben wir hier? Enderman, Witch, Witch, okay, das ist. Zwei, drei, vier. Ich glaube, das genügt vorerst mal. Wir werden es einfach mal testen. Dann bin ich gestorben. Nein. Wir tun mal den Waypoint hier löschen. Damit wir den da wegkommen, ist auch immer. Natürlich haben wir jetzt hier drin relativ viel Licht, gell? Ist ja auch nicht gut passt. Mal sehen, wie zu machen hier. Deswegen wird auch nicht weniger Licht. Wo kommt das Licht hier rein? Kann nicht wirklich alles hier von hier vorne kommen. Wahrscheinlich doch. Wenn ich das jetzt hier oben mache und da unten zu. Ja, hier könnte rein theoretisch echt was spawnen, gell? Das heißt, wir machen hier Zoom. So, dann kommt hier Dirt rein. 3. Wo wir dann den Dings drauf klatschen, den Evil Devil. Lassen wir hier unten noch eine Reihe hin. Ob das dann besser wird oder nicht. Naja, es ist schon dunkel hier hinten, also so ist nicht. Eindeutig. Hier den Drop of Evil hinklatschen. So. Genau, dann ist mal das gesichert. Und jetzt hier oben dicht machen. Kurz mal mein Headset richten hier. Ist die Frage, ob hier hinten irgendwas spawnen soll, wenn ich jetzt mal hier zumache. Muss ja eindeutig was spawnen. Natürlich müsste ich auch gucken, dass ich dass die ganzen Dinger fertig kriege hier. Wieder da. Um das Ganze dann halt eben wirklich fertig zu machen. Sonst bringt mir ja natürlich auch nichts. Wenig LP. Mich würde halt interessieren, ob der jetzt hier weiterkraftet oder nicht. Sobald ich wieder LP gebe. So. Machen wir mein Leben ganz Junge. Warum regenerierst du dich so langsam? 1, 2, 3. Das heißt, eindeutig müsste ich ja damit jetzt schon alles gefüllt haben. Da ja fertig sein. So, genau. Zack. Jetzt gucken wir mal, ob hier drin was gespawnt ist. Ja, original. Es sind so Monster gespawnt. Müssen die natürlich noch irgendwie davor kommen. Dafür habe ich ja gesagt, holen wir uns den Typen hier. Und den klatschen wir ja dann hier hinten. Und hier brauchen wir natürlich dann die verschiedenen Soul-Dinger. Hier haben wir mal Skelett wahrscheinlich. Genau. Mit dem Skelett brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir da noch so alles drin? Würde ja gern reingehen, aber dafür habe ich zu wenig Leben. Und Angst. Oh, eine Spinne ist auch nicht verkehrt. Was bist du eigentlich? Du bist ein Creeper. Nehmen wir auch mit. Creeper. Ich soll alle anziehen. Dafür kriegt er gleich eine Energie-Dingsbums. Wie heißt die? Zwar wollte ich nicht die nehmen, aber andere haben jetzt keine. Doch, wir können eine craften. Wir haben hier ME. Wir craften eine Extra Utilities-Dingsbums-Gedöns. Energie-Vibe-Dingsbums. Da, das, da. Das braucht man immer wieder. Das klatscht man dann mal hier hin. Mit der da Energie. Perfekt. Dann mal so. Dann müsste ja hier angezogen werden etwas. Das könnte man dann hier. Skelett, komm. Ach Gott. Doch hier, Junge. So. Ob Skelett habe ich noch nicht drin, oder? Reaper, Skelett, doch, Skelett habe ich schon dran. Scheiße. Also der wird angezogen, deswegen. Wieder Leben opfern. Dann hier rein. Fressen. Ist echt scheiße, dass wir so viel von den Dingen brauchen. Wir haben jetzt erst die Hälfte. Ah, gut. Sonst könnte ich dir ja schon die Mobs irgendwie töten. Das wäre so eine Sache, da mit den Mobs töten.
Ich brauche da einen Mechanical User. Kann man sich dann bauen. User. Mechanical User. Dafür brauchen wir einen Drupper. Dafür brauchen wir X. Mechanical User. Den rein theoretisch, wenn wir es richtig machen, hier reinsetzen. Hallo. Ja, das ist ja dumm. Was? So. Oh. Was war das jetzt? Was war das? Use item block. Neactive block with item. Use item. Ui. Hallo, mein Freund. Was machst du hier? Dann hier mal dicht machen, damit da nicht alles rauskommt. Hey, was macht ihr hier? So. Verdammte Kacke. Kommen die ganzen Mobs hier hin? Bin gleich tot. Schnell fressen. Irgendwas feuert da drin auf mich. Und bringt mich zum Sterben. LP kriegen wir dadurch nicht. Schade. Wäre cool gewesen. So. Wie viel haben wir jetzt schon? 1200. Das heißt, wir können wieder einen Stein reinlegen. Zack. Beschleunigen. Dann haben wir das auch. Blab. Ja. Dann muss ich natürlich irgendwann mal runtergehen, die Mobs töten. Beziehungsweise, naja, die lassen wir unten. Denn die können wir dann einfangen mit dem Soul Drive. Es geht noch. So. Aber wieder genau 1000. Zack. Beschleunigen. Lob. Zack. Dann haben wir 11. Das heißt, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Right-click. Das Problem ist, das bringt nichts. Das ist halt echt doof. Am Anfang ist das echt scheiße doof, Leute. Echt scheiße doof. Scheiße doof. Möchte das aber gerne machen. Ich würde sagen, ich mache mal eine kurze Pause, auch wenn es eine längere Folge wird. Nee, ich mache eine Folgen-Cut und wir machen in der nächsten Folge weiter und dann schaue ich weiter. Gut, also bleibt dran, macht's gut, tschüss.